Okay, dann was haben wir hier? Königsgrab. Dann suchen wir mal die Nornen. Natürlich. Vorsicht, Feuer! Aua, was ist das? Ja, 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 ist recht. Hallo? Vorsicht, von hinten! Was, wie von hinten? Aua! Mann, jetzt ist aber Schluss. Gegner hinter dir, Kratos! Aua! Moment, ich brauche mal kurz ein bisschen Gesundheit. Achtung, Mann. Rechte Seite. Aua! Hinter dir, Bruder! Alter, sag mal. Ich will mal kurz die Waffe wechseln. Oh, komm her hier. Roller. Jawohl! Spalten ohne Axt, das ist die wahre Kunst. Ja, 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 ja. So, Moment, jetzt wechseln wir wieder auf die gute alte Axt. Aua, oh Gott, okay, Junge, das war schon ein Hieb am Leib, ne? Alter! Jawohl, komm her hier. Bams, aufs Maul. Okay, der braucht keinen Zahnarzt mehr. So, Feierabend. Gut. Der weitere Weg ist magisch versiegelt. Irgendwas hier drin gibt ihm Kraft. Mhm. So, was ist das hier? Das Heft eines Schwertes. Moment! Ich kenne dieses Schwertheft. Vorsicht damit. Du weißt am besten, dass Waffen Geister mit sich tragen können. Wenn es uns nicht hilft, die Nornen zu finden. Inaktives Heft von Skurfnung. Schwerte. Mimi hat darauf hingewiesen, dass es das große Macht besaß. Vielleicht. Bla. Okay, noch irgendwo ein bisschen Gesundheit? Nee, nicht. Schade. Oh, aber eine Kiste. Hallöchen. Ich spüre hier ihre Illusionen. Ich kann versuchen, sie zu bannen. Mhm. Na, Moment, ich gehe mal kurz hier lang. Aha. Da haben wir ein Tor. Ah, jetzt und die Abkürzung. Nicht die Zeit für Spaziergänge. Freya hat was entdeckt. Ja, ich wollte nur die Abkürzung freimachen. Mann, ey. Halt nicht, bitteschön. Obna. Na, guck. Das war doch einfach. Hier ist nichts. Eine falsche Spur. Ich fürchte ja. Wir müssen abwarten, was die Wölfe noch finden. Typischer nornischer Unfug. Echt jetzt? Sie wissen, dass wir sie suchen. Ich habe gesagt, dass sie es nicht leicht machen. Was hat das Schwertheft eines verfluchten Königs damit zu tun? Ablenkung, Zufall. Ihr baitet. Sie würden wohl sagen, es war unser Schicksal, es zu finden. Hm. Okay. Na gut. Und weiter geht's. Freya. Nur noch mal kurz zurück zu diesem Unsinn mit der Zeitreisemagie. Wenn es sie gäbe, würde Odin sie haben. Und wenn Odin sie hätte, wäre unser Schicksal noch mehr besiegelt, als es ohnehin schon ist. Halt. Oha. Zeit machen zum Kampf. Oh shit. Na gut.
Noch mehr Draugr. Aua! Oh, nö! Oh nö, shit, das war doof. Das geht vorbei. Oh nö, das geht nicht vorbei hier. Ist irgendwo Gesundheit? Oh, ich brauche Gesundheit. Nee, nicht das, ich brauche Gesundheit. Ohne. Ohne, das hat. Was ist das? Nicht bei mir explodieren. Oha, okay. Nix da. Oha. Okay. Oh, gib mir die Axt wieder. Xa, explodiere da. Oh! Oh nö! Weg! Ausweichen! Nein! Oh! Was ist mit dir? Es gibt Geschichten über eine grausame Herrscherin. Sie war zu wütend, um zu sterben. Wir werden sehen. Okay. Knappes Ding. Ups. Oh, Chaosfunke. Sammeln Sie 6 Stück um. Oh, eine Chaosflamme. Okay. Nice, nice, nice. Moment, was ist das da? Warum leuchtet das so? Ach, als ob. So, warum? Warum kann ich das hier kaputt machen, ne? Was bringt das? Nö. Gut, dann halt nicht. Alter, echt jetzt? Ach, leck mich. So, weiter geht's im Text hier. Z.
sagt, Wuffis, wo geht's lang? Um das klarzustellen. Du willst also nicht, dass die Normen Vergangenes ändern. Ich würde sie nicht bitten, die Vergangenheit zu ändern, selbst wenn sie könnten. Ich möchte nur Informationen. Und das ist meiner Erfahrung nach schon gefährlich genug. Hier ein bisschen weiter links, okay. Halt, hier ist eine... So, dankeschön. Das wollte ich noch mitnehmen. So, hier links rum irgendwo. Kann sein, dass sie hier schon war? Nee, halt rechts. Oh shit. Wie ging es Sigrun bei eurem letzten Treffen? Sie ist immer noch körperlos, seit Kratos sie aus ihrem verderbten Dasein befreit hat. Aber das hält sie nicht davon ab, zu helfen, wo sie kann. Die Wahrheit ist, ich schulde ihr mehr, als ich je zurückzahlen kann. Sie wäre da wohl anderer Meinung. Als wir sie befreiten, sprach sie fast nur von ihrer Verehrung für dich. Zu sehen, dass du wieder du selbst bist, wäre sicher Belohnung genug. Aha. Uff, uff, uff. Hier sind wir richtig. Okay, wenn du das sagst. So, okay, was haben wir hier? Mal sehen. Ich spüre etwas. In dieser Richtung. Was genau spürst du? Noch eine Illusion. Es kommt von dieser Wand. Toll. Die Warum kann ich mit dem... Den lassen wir lieber mal stehen. Aber auf dem Rückweg vielleicht. Vielleicht muss ich auf dem Rückweg irgendwen verprügeln. Oh, Gesundheit kann nie schaden. Hier war doch auch was, oder nicht? Kratos, ich spüre die Normen hier drüben. Ja. Das hast du eben auch gesagt. Moment, ich will mich doch erstmal umsehen hier. So, hier ist noch was. Da ist das mystische Tor. Das haben wir jetzt ja schon. Bei der Leiche ist nichts, aber hier geht's hoch, wie es aussieht. Was hat Freya entdeckt? Ja, okay, ich darf mich nicht umsehen, danke. Obna. Nichts. Noch eine Sackgasse. Echt jetzt? Falle. Hallöchen. Von links! Moment, was? Wer, wie, wann, wo? Ah. So, nimm das. Was? Als ob er mich getroffen hat. Linke Seite. Lass mich durch da. Alter, hallo. Darf ich mal ausweichen? Hier sind überall Gegner. Linke Seite. Oh, komm her hier. Oh, in den Staub. Aua. Nö, lass das. Alter. Moment, ich bin gerade ein bisschen langsam. Alter. Der ist zu schnell. Nutze deinen Schild. Was mache ich die ganze Zeit? Jawohl, komm her hier. Oh, okay. Nackenstarre hat er nicht mehr. Diese Suche wird nur noch gefährlicher werden. Dann suchen wir weiter. Zurück zu den Wölfen. Ja, Moment, hier geht's eine Kette hoch. Da will ich erstmal, ne? Erstmal gucken, was da oben ist. Da kam das große Vieh ja auch her. Was ist hier oben? Ich spüre nichts. Das hat nichts mit den Narnen zu tun.
Könnte aber trotzdem interessant sein. Wozu dieser Außenposten? Servus. Der verlassene Außenposten. Falls Ragnarök kommt, werdet ihr Vorräte brauchen. Zum Glück. Du wirst es nicht glauben, Emir. Dieses Wappen gehört zu Fjöderlund. Fjöderlund, sagst du? Das ist doch Sigruns Heimat. Ah, Sigruns Fluh. Okay. Machen wir uns doch mal auf den Weg, ne? Ja. So, da geht's anscheinend hoch. Ach nö, komm schon. Vorsicht! Alter, okay. Moment. So. Oh, ah, nee, Freundchen. So, du, du machst jetzt erstmal einen Sittich. Dann machen wir das Ding mal kaputt hier. Bams. In bester Kratos-Manier. Oh, Hallöchen. Den hat's gerissen, oder die? Und hier haben wir einen Text. Hier steht was von einem Zauber, der Trolle schlafen lässt. Und einer magischen Reliquie, die ihn wieder aufhebt. Aha. Opferzahl 78 Zwerge, 3 andere. Art der Gefangenschaft, Notz Schlummer. Ja? Gefängnisstandort, Midgard. Datum der Entlassung, niemals. Es sei denn, die Hexen von Vanaheim erfinden einen Trank, mit dem man etwas Aggressives in etwas Knuddeliges verwandeln kann. Selbst wenn jemand in den Besitz einer Weckreliquie gelangt, sollte man sie nicht verwenden. Es sei denn, man brennt auf einen Kampf. Gefängnisaufsicht A.S. Den ihr bald am allerwertesten lecken könnt, wenn ich noch weiter Berichte in diese Tafeln ritzen muss. Okay. Oh, da ist die große Truhe. Und hier geht's doch bestimmt hoch, oder? Oh, nee, nicht. Ah, da kann ich dann gleich dann runter. Okay, I see. I see. Schwupps, einmal rüber. Oh, hier da oben. Fjöderlund blieb also nur dieser Außenposten. Sigrun erzählte, dass sie hier aufwuchs, bevor sie sich den Valkyrien entschloss. So. Moment. Schwupps. Und einmal rüber zu der Truhe. Was hätten wir denn hier Schönes? Wir hätten Zwergenstahl und Hacksilber. Nots. Nehme ich. So. Gut. Hier lang. Und nu? Riecht das irgendwie hoch? Und nu? Ja, sag was. Ach, nee, Moment, hier geht's mal. Oh Mann, ey. Verdammt. Ja, schwupps. Ach, halt, ob. Achtung, rechte Seite! Ja, von allen Seiten kommen die hier. Ah, nee, vor mir ist er. Ems! Gegner, hinter dir! Hinter dir, Vorsicht! Wir nehmen dich los! Oh, brenne! So, hier ist noch ein bisschen Gesundheit, ein bisschen Hacksilber und anderes Gedöns. Wie komme ich denn wohl da runter? Oh, Moment, da. Keine Ahnung, was das bringt. Achso, da kann ich... Aha. Achso, Moment, hier kann ich runter.
Vorsicht! Ach, als ob. So, Moment mal. Ah, Mann, weg mit euch. Ein Musikinstrument. Aus deiner Heimat, nicht wahr? Kannst du spielen? Ja. Lyra, ein Saiteninstrument. Eine Lyra, genauer gesagt. Ein Saiteninstrument. Eine Lyra, genauer gesagt. So. Kratos behauptet, sie spielen zu können, weigert sich aber, es zu tun. Was bedeutet, dass er entweder lügt, möglich, oder mir ein bisschen Spaß missgönnt, auch möglich. Aber wenn ich es recht bedenke, ist sie wahrscheinlich eins der wenigen noch erhaltenen Artefakte aus seiner Heimat. Die Saiten der Lyra zu zupfen, würde ihn in Gedanken vielleicht wieder an diesen Ort zurückversetzen. Vielleicht ist er noch nicht bereit, diese Reise anzutreten. Möglich. Bist du? Nein. Wo haben wir so ein Artefakt schon einmal gesehen? In Tirskoroft. So, her mit der Kiste. Ah, Moment, hier kann ich hoch. Ja, I see. Moment. So, schwupps, dann kann ich das wieder runterlassen. Runterlassen. Hier wieder runter. Hier durch, was ja vorher nicht ging. Muss hier erst von der anderen Seite aufschießen. Und dann darüber zu der anderen Truhe. Nice. Der falsche Taste. Oh. Bams. Mächtiger Ballaboom. Und hier haben wir Steinholz und Hacksilber. Okay. So. Dann. Okay, hier wieder zurück. Dann müsste ich hier hoch können, ne? Jo. Sehr schön. Und nö? Hier irgendwo lang? Ne, wo muss ich denn jetzt lang? Ah. Hier rüber. So, Moment, einmal kurz hier links umgucken. Was jetzt? Oh, halt! Aus! Hey, nimm das! Okay, das war das Einzige hier, dann hoch da. Wupp. Gegner hinter dir! Na toll. Okay. Und was habt ihr für einen Auftrag? Hm? Aua! Bist du in Ordnung, Kratos? Natürlich bin ich in Ordnung. Aber frag den gleich mal, ob er in Ordnung ist. So. Weißt du, Sigrun erzählte mir von der großen Schatzkammer ihres Königreichs, voller Beute aus Eroberungen. Vielleicht finden sich hier einige dieser Schätze. Mehr hat sie dir nicht gesagt, Mimir? Sagte sie auch vor. Nein, nur, dass sie sie versteckt hielten. Toll. So, Moment. Ah, ne, halt, falsch. Moment. Ja, das ist drin, ne? Okay, dann muss ich erstmal schauen. Nee. Und, ach doch, hier kann ich runter. Ah. Okay, ja. So. Loslassen. Nach da drehen. Halt, hier glitzert was. Das nehmen wir mit. Kommt der Loot Goblin wieder durch? Moment, dann dürfte es ja schon richtig gedreht sein. Dann geht damit. Sehr gut. Nämlich. Bist du denn überhaupt da oben oder was? Ist natürlich die ganze Zeit hier oben geblieben. Ist klar. Hm. So, hier hoch. Vielleicht bringen die Runen dort etwas Licht ins Dunkel. Mhm. Na, dann komm.
Lesen wir sie uns doch mal durch. Nein, sie hat es nie erwähnt. Ein verfluchter Name. Das Leid der großen Prinzessin Sigrun. Ihr Herz ist gebrochen und ihr Geist wird möglicherweise folgen. Sie hat eine Sünde begangen, für die es keine Erlösung gibt. Sie liebte den falschen Mann. Schön von Angesicht, ein freundliches Lächeln, er war perfekt. Abgesehen von seinem Namen. König Helgi. Sigruns Vater, König Högni, würde einer solchen Heirat niemals zustimmen. Und dies aus einem einfachen Grund. Dies war der Name seines alten Feindes. Högni hasste Helgi so sehr, dass er diesem Mann niemals Zutritt zu seinem Heim gestatten würde. Aber Sigrun liebte ihn trotzdem. Und so bemühte sie sich, ihren Vater zu überzeugen, dass Liebe stärker sein sollte, sein konnte, als Hass. Sie irrte sich. Okay. Nun gut. Gucken wir nochmal kurz hier in der Kiste. Was haben wir da Schickes? Ne, Flüstertafel. Well. Ivaldis Amboss. Der Angel in der Nähe des Status Frost verleiht. Nett.